In diesem Film erstellen wir zusammen ein einfaches Gelände aus Höhenlinien und modifizieren das Gelände nachher mit Punkt-, Linie- und Flächenmodifikatoren. Anhand von 2D-Splines konstruieren wir die Höhenlinien auf einem leeren Teilbild. Das geht sehr einfach, die Höhenlinien können auch nachträglich mit Griffen modifiziert werden. Als nächster Schritt wird nun den Höhenlinien am Anfangspunkt eine Geländepunkthöhe zugewiesen. Also zum Beispiel 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 und 5 Meter. Die Höhen können anschließend mit dem Befehl Kopieren entlang Element in einem Abstand auf der Höhenlinie entlang kopiert werden. Ich wähle somit den Befehl aus, markiere den Punkt, gebe die Distanz ein, 2 Meter in diesem Beispiel, und der Punkt wird nachkopiert. Diese Arbeitstechnik verwende ich zum Beispiel auch, wenn ich einen Katasterplan nur als Bild importieren kann und die Höhenlinien nachbauen muss. In der Dreifensteranzeige von Altplan sehen Sie nun sehr schnell, wie die Punkte schön auf den richtigen Höhen liegen. Als nächster Schritt werden die Punkte zu einem Gelände vermascht und daraus ein Körper erzeugt. Der Körperboden ist automatisch 1 Meter tiefer und wird, wenn die Baugrube tiefer wird, auch automatisch nach unten korrigiert. Der 3D-Körper kann nun noch weiter modifiziert werden, indem das zum Beispiel die Dreiecke ausgetauscht werden, damit die Bruchkanten der Höhenlinien auch wieder stimmen. Das Bestandesgelände ist nun fertiggestellt und ich übernehme die Geometrie für die Baugrube. Als ersten Geländemodifikator wähle ich den einfachsten aller Punkte, nämlich genau einen einzigen, und klicke den Punkt in den Grundriss. Wir sehen nun schon, wir haben eine Böschung. Und weil das Gelände sehr einfach ist, schalte ich die Vorschau mal auf Detailliert. Das heißt, mit jeder Griffänderung wird sofort die Geometrie aktualisiert. Das geht bis zu einer Anzahl von 500 Punkten sehr gut und sehr flüssig. Man sieht jetzt, beim Modifizieren wird sofort das Preview jederzeit angepasst. Ich kopiere mir diesen Punkt für einen zweiten und kann somit den Punkt auch an eine andere Stelle schieben und auch diese Verschneidung wird immer dynamisch gerechnet. Sämtliche Eigenschaften wie zum Beispiel die Höhe, Böschungswinkel, Aufabtrag und so weiter können Sie wie gehabt in der Palette anpassen. Das Preview wird sich jederzeit dynamisch wieder aktualisieren und somit haben Sie eine sehr gute Kontrolle. Als nächsten Modifikator nehmen wir nun den Typ Polylinie. Die Polylinie kann natürlich nachträglich auch wieder mit Griffen modifiziert werden. Es können Punkte hinzugefügt werden oder auch Punkte aus dem Polygonzug gelöscht werden. Auf den Geländemodifikator Polygonzug gehen wir in diesem Film jetzt nicht weiter ein, da wir diese Funktionalität schon in anderen Filmen zu Genüge vorgestellt haben. Wir wollen uns nun aber noch eine spezielle Fläche in dieses Gelände einböschen. Exemplarisch nehme ich aus dem 3D-Modellieren eine Segelfunktion und konstruiere mir über 4 Punkte eine durchhängende Fläche. Die Segelfunktion ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Man könnte damit zum Beispiel auch freie Böschungen erzeugen, also einen Übergang von 1 zu 1 auf 1 zu 2 in einer Baugrube. Um die Fläche nun in die Baugrube zu integrieren, verwende ich die Pipette, übernehme die Fläche und am Rand wird schon wieder geböscht. Sie können nun wieder bestimmen, ob Auf- und Abtrag, in diesem Fall nur Abtrag, das Objekt benennen und zum Beispiel auch umsortieren in der Reihenfolge oder wiederum im Grundriss weiter bearbeiten. Exemplarisch wähle ich mir jetzt mal diese Fläche an, klicke mit Shift einen Punkt an und kann somit die Fläche wiederum dynamisch im Grundriss verschieben. Der Geländemodifikator Fläche kann natürlich weiter angepasst werden, als Beispiel in Höhe Z einzelne Punkte oder die gesamte Fläche wieder verschoben werden. Das ist eine sehr feine Sache und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, dieses kleine Tutorial.